Weiter geht's. Ja, es geht weiter. Okay. Gut, rasend vor Wut. Jefin, was ist da wieder los? Jefin wird jeden in Sicht weiter angreifen, zum Ort springen. Hat sich wieder abgeregt, guckt Fernsehen. Wunderbar. Tod Hirsch. Tod Jefin. Wir haben ihn ja wiederbelebt. Fressattacke Naomi. Frisst sich durch unsere Vorräte. Es sitzt jetzt am Schachbrett. Ich bin im Gefängnis, weil ich bin ausgerastet. Kann passieren. Aber alle sind soweit nicht lebensbedrohlich verletzt. Das ist sehr gut. Katatonie ist auch toll. Okay. Aber dafür sind wir die scheiß Terminatoren los, jo. Und können dann langsam mal beginnen, den ganzen Scheiß abzureißen. Aber die Leute sollen sich erstmal ein bisschen erholen. So wichtig ist das auch nicht. Yep. Essen haben wir genug. Die Leute können ja auch hier im Zweifelsfall die Beeren essen. Die müssen nicht zubereitet werden. Hungernde Kolonisten. Markus, was ist los mit dir? Iss doch was. Ist doch zum Beispiel diese leckere Trockenfleisch. Jetzt hat Markus einen Wutanfall. Okay. Er wird wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war mittleres psychisches Brummen. Okay, also das ist. Diesmal liegt es nicht an unserer wunderbaren Betriebsleitung hier durch mich, sondern es liegt an äußeren Einflüssen. Das finde ich gut. Ja, hau auf den Pilz. Tu dir keinen Zwang an, solange du das hier machst. Hab ich kein Problem damit. Na gut, wir müssen trotzdem Stromleitung wieder ausbessern nachher. Okay. Okay, Markus hat sich abgeregt. Sehr gut. Kann er eigentlich die Scheiße gleich wieder reparieren, aber warten wir mal. Also, hungernde Kolonisten. Markus, iss doch was. Ja. Okay. Cool. Heiko möchten wir natürlich rekrutieren. So. Oh, guck mal, Markus hat relativ gute Laune jetzt. Ist nur noch gelb, nicht mehr rot. Sehr schön. Das Pferd wurde erfolgreich von Nuno gezähmt. Das Tier heißt nun Hengst 3. Noch ein Hengst. Okay, drei Hengste. Nichts gegen Hengste, aber nicht, dass ich Ängste wegen Hengsten hätte, aber schwere Nervenzusammenbrüche. Kerstin, mal gucken, ob wir das noch abwenden können. Wir wollen nicht auch noch Kerstin hier rumlaufen haben und Sachen kaputt schlagen. Okay, Bedürfnis. Luxuriös, gemütlich. War auf einer Party. Hohe Erwartungen, geräumige Umgebung, entspannt. Mech-Cluster besiegt. Es gibt vier. Scheiß. Nee. Scheiß Gruppe von hier Terminatoren hier Skynet besiegt und es gibt vier. So, na, nee, mal. So viel hat. So viel kriegt Nussi, wenn er in einem
in einem spartanisch eingerechneten Raum schläft oder so. Hier, entspannt gibt mehr als Mech-Cluster besiegt. Gestörter Schlaf, wurde beleidigt, hässliche Umgebung, stärkere Schmerzen. Okay, das mit den Schmerzen, chemisches Verhungern. Ich interessiere mich für Drogen, ich möchte dringend mehr davon probieren. Haben wir welche gepflanzt? Ich weiß gar nicht. Müssten wir mal gucken. Ich glaube hier oben, ja, hier haben wir Rauchblatt. So. Ah je. Unser Riesenfaultier müssten wir mal auseinandernehmen, bevor es schlecht wird. Frisch, okay. Weil das gibt eine Menge Leder und eine Menge Fleisch. Oh, was haben wir hier? Hühnereier. Haben wir etwa Hühner bei den Wildtieren? Keine Ahnung, wo die Hühnereier herkommen. Ja. Markus hat einen Laufrausch. Sehr gut, dann kann er ja gleich wieder alles hier reparieren, was er kaputt gemacht hat. Bereits von Chi. Okay, Chi macht das schon. Gut. Wenigstens sowas gut. Aber Laufrausch ist auch insofern vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir brauchen für den Winter möglichst viel Heu. Und haben ja extra schon unsere neue Heukühlkammer. 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 Unsere Heukühlkammer, nicht Heukühlkammer. Wo ich habe neulich ein Video gesehen, hat einer erzählt, sie hat in der Nahrungsmittelindustrie gearbeitet, in einem Restaurant oder so. Und wenn jemand allein in die Kühlkammer geht, dann hat man ihn in Ruhe gelassen und ist nicht hinterhergegangen, weil die Leute da immer irgendwie ihren Nervenzusammenbruch ausgelebt haben. Und in der Kühlkammer war man relativ privat. Insofern Heulkühlkammer wäre da ein naheliegender Ausdruck für. Aber das ist, glaube ich, in diesem Spiel noch nicht passiert, dass Leute in die Kühlkammer gehen, nur um einen Nervenzusammenbruch haben. Im Gegenteil, laufen draußen rum, schlagen auf Sachen ein und wundern sich, dass sie Hunger bekommen dadurch. Wir sollten vielleicht ausnahmsweise mal alle auf Tragen stellen, damit wir alles, was draußen noch so rumliegt, möglichst schnell weg von der Straße haben hier. Der kann auch tragen, kann tragen, kann tragen. Kann tragen, kann tragen und kann tragen. Hoffentlich greift jetzt keiner an. Das wäre scheiße, bevor wir alles repariert haben. Aber bevor uns hier das Zeug verrottet, schauen wir lieber, dass wir es schnell nach drinnen bringen. Wer ist denn jetzt schon wieder mit seinem... Immer noch Kerstin. Ja, tut mir leid, Kerstin, können wir gerade nichts bei machen. Was trägt Kerstin da? Trägt Schnitter. Okay. Oh, haben wir überhaupt jetzt Aufseher?
Nicht wirklich, was? Oh nein, Kerstin ist verwirrt, weil sie Schmerzen hat. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion auf Hanroberon besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handel dabei zu haben. Wer kann denn handeln momentan? Sozial. Jeder kann handeln, weil Handeln keine Arbeit ist, sondern. Okay. Dann gucken wir mal, was die Fanroberons uns zu bieten haben. Wollen die gar nicht. Schicken wir mal Markus hin, der kann am schnellsten laufen momentan. Ja, Markus, schnell, schnell, schnell lauf! Markus, lauf! Niedrigen Gesundheit. Ja, die haben alle niedrige Gesundheit gerade. Können wir nichts mehr machen. Oh, wir können jede Menge beschissener Kleidung in ungutem Zustand verkaufen. Schlecht, exzellent, 107. Oh, die haben gar nicht genug Geld dafür, wa? Parke aus Sintgarn, Parke aus glatten Leder. Wow, wir haben ja richtig Industrie hier aufgebaut. Das ist ja schön. Schutzjacke, Schutzjacke, die lassen wir mal liegen. Helm aus Silber. Helm aus Silber? Sind wir denn verrückt und haben Helm aus Silber gemacht? Oder haben wir dem irgendwie mal abgenommen, den Helm aus Silber? So, dann könnten wir hier, was ist Sturmgewehr 51%, noch gut, das können wir mal verkaufen. Techprint Jump Packs. Die physische Form von Techprints kann von Papierrollen mit Diagramm ein bisschen bla 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 bla. Die Anwendung von Techprint Jump Packs. Stelle Jump Packs her, mit denen während des Kampfes Luftangriffe durchgeführt werden können. Schalte frei Jump Pack Locust Drift. Also da würden wir dann locker alles Geld ausgeben, was wir haben. Andererseits haben wir nicht wirklich viel. Was wir sonst gerade kaufen können bei den Leuten. Medizin vielleicht. Medizin und den Techprint. Dann kommen wir immer noch relativ auf. Dann kommen wir immer noch auf plus minus null mit dem Geld. Wir könnten Psychit-Tee für Kerstin besorgen. Für 11, ja. Soll sie mal einen kriegen. Einem Tee. Okay. So. Kerstin, wo bist du? Oh, Kerstin ist immer noch verwirrt. Okay. Nuno schläft. Dann lassen wir mal Carsten das tragen und Naomi soll sich auch mal priorisiere tragen. Und Woody. Cool. Wurde auf das Forschungsprojekt angewendet. Du hast die Techprint-Anforderungen des Projekts erfüllt. Deine Forscher können nun damit beginnen zu erforschen, wie die Technologie an deinen Labortischen konkret genutzt werden kann. Durch die Anwendung des Techprints hat Markus 2000 Erfahrungen für seine Fähigkeit geistige Arbeit erhalten. Cool. Okay. So, siehst du, die Leute werden langsam etwas besser gelaunt, außer Kerstin, die immer noch verwirrt ist. Wehe, Naomi, du trinkst den Tee, der ist für Kerstin. Aha.
Da siehst du, jetzt wird schon endlich das Heu reingetragen. Es wird auch verdammt nochmal Zeit. Es hält sich ja eine Weile. Wo ist der Tee eigentlich jetzt? Hier. Okay, dann warten wir mal, dass Kerstin nicht mehr verwirrt ist und dann kann sie den Tee trinken. Ja, ich weiß, es ist sehr dreckig, aber wir versuchen gerade die Ernte reinzubringen. Da läuft man halt mal durchs Haus oder so. Nee, immer noch nicht. Oh, Woody ist auch gut gelaunt jetzt. Kerstin, wir warten auf dich. Kerstin und Nussi haben noch keine Schutzwesten an, fällt mir gerade auf. Dann braucht sich Kerstin eigentlich auch nicht wegen der Schmerzen beschweren, wenn sie vorher keine Schutzweste angezogen hat. Aber Nussi könnte sich mal eine anziehen. Plonk! Was, jetzt zieht sich Carsten Nussis Mantel an? Was ist da los? Ihr solltet Schutzwesten anbehalten, verdammte Kacke. Kerstin geht immer noch verwirrt umher. So. Wie weit seid ihr denn mit dem Einräumen? Meine Güte, da ist ja noch eine Menge zu tun hier. Die ganzen Kartoffeln und Reis und Medizin. Let's priorisieren wir mal die Medizin. So. Weil die brauchen wir, wenn das so weitergeht hier mit den Angriffen. Oh, sag mal, Woody, wollt ihr mich alle verrückt machen? Eine Vorratskapsel, sehr gut. Essen, sagen wir nicht nein. Oh, Kerstin, schläft sich aus, okay, warum nicht? Okay. So, jetzt stellen wir Nussi langsam mal wieder auf Feldarbeit, weil es könnte schon wieder was, wie sagt man, könnte theoretisch schon wieder was erntereif sein.
schon wieder fast einen vollen. Kerstin ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Kerstin, wo bist du? Trink doch mal einen Tee. So, dann mal gucken, ob das was gebracht hat. Katharsis, Psychiatrie plus 12. Sehr gut. Immer noch sehr hungrig, hässliche Umgebung, Meinung von Carsten minus 3. Beschädigte Kleidung, chemisches Verlangen. Ich hab doch gerade was. Nicht genug. Drogen ist nie genug mit den Drogen. Okay. So, wir stellen Bench mal wieder. Das wird mir hier zu dreckig. Aufreinigen. Haben wir einen Aufseher hier überhaupt? Linker Zeigezehen, naja. Aber ich bin ja super gesund eigentlich. Nächste war mir klar. Schon wieder was fertig, aber wir haben immerhin fast alles Heu noch drin gebracht. Hoffentlich überstehen wir den Winter so. Aber so scheußlich viele Tiere haben wir jetzt ja auch nicht, nachdem uns das Riesenfaultier leider ermordet wurde. Was macht das blöde Pferd da im Kühlraum? Insektenfleisch ist im Lager verdorben, okay. Oh, ich esse lecker Pumps aus Insektenfleisch. Aber das ist die Zukunft, Leute. Mal gucken, was haben wir denn hier an Forschung? Ja. 25er Stack. Da nochmal 10. Da nochmal 5. Und da nochmal einer. So. Haben wir jetzt das Ganze mit. Den ganzen Stahl auch schon weggebracht oder müssen wir das noch? Schildkern. Eine ultratechnologische Komponente, die ein Monumentum-Repulsorschutzschild erzeugen kann. Alleine kann sie nichts ausrichten, aber sie ist notwendig, um anderen brauchbare Schutzschildgegenstände herzustellen. Schildkerne erhält man, indem man mechanoide Schildgeneratoren abreißt. Okay. Dann würde ich mal sagen, das sollt ihr mal auch holen hier. Siehst du, Kerstin ist wieder gut gelaunt. Und wir brauchen. Nicht wundern, dass die Auswahl ein bisschen merkwürdig ist von Leuten, die ich hier schicke zum Tragen. Aber ich gebe die Befehle momentan nur denen, die gute Laune haben, weil wir wollen nicht noch einen haben, der irgendwie Amok läuft oder abhaut oder. Insektenfleisch ist im Lager verdorben. Oh nein. Was macht Bench eigentlich? Warum ist er. Oh ja, Bench macht das Esszimmer sauber. Das ist schon mal sehr schön. Ich würde mir wünschen, dass man das priorisieren kann und dann, dass insbesondere immer hier die Küche und die Arztpraxis, das Hospital sauber gehalten werden. Das wäre schön, aber. Nuno repariert Sachen, das darf sie? Ja, okay. Doch gleich wieder viel besser aus hier, bis auf
Bis aufs Gefängnis, die Küche, die Gänge und den ganzen anderen Scheiß. Naja. Na, siehst du, alles wieder repariert hier. Wunderprächtig. Ich glaube, das Leder müssen wir auch noch reinholen, weil das verdorbt. Das verdorbt sonst. Gut. Schläft. Alle schlafen sie. Woody schläft nicht. Oh, Reis ist fertig, was? Der Reis ist fertig. So, da wir jetzt sowohl Fleisch haben, als auch pflanzliche Sachen, können wir leckere Mahlzeiten. Warte mal, können wir auch Rinder! Endlich mal nützliche Tiere. Kuh und Stier und sogar beiderlei Geschlechts, das heißt, da kann man züchten. Sehr gut. Und wir kriegen Milch. Noch besser, dann können wir vielleicht sogar üppige Mahlzeiten kochen nachher. Verrückter Hase zum Ort springen und jagen bitte. Cool. Also gegen einzelne verrückte Hasen ist unsere Verteidigung schon sehr gut. Gegen Mechanoiden oder irgendwelche Piraten, die uns bombardieren, nicht so. Aber es ist halt immer irgendwas. Eine Vorratskapsel. 17 Medizin, sehr gut. Bitte, Kerstin, hol die mal sofort. Kerstin ist ja super Laune jetzt hier. Nettes Esszimmer, eindrucksvolles Schlafzimmer. Katharsis war auf einer Party, hohe Erwartungen, sehr eindrucksvolles und entspannt. Immer noch chemischer Hunger, also das reicht wohl nicht mit dem einen Tee. So, wir brauchen jemanden, der kochen kann. Und zwar am besten Chi, weil der ist ein Chefkoch. Dann machen wir die Tierpflege mal zweitrangig und das andere alle auch. So. Kann er mal leckere Mahlzeiten kochen. Jetzt, wo die Küche auch momentan gerade sauber ist. Weil leckere Mahlzeiten erhöhen die Stimmung. Da ist der verrückte Hase. Sehr schön. Carsten, Chi und Nussi gucken zusammen Film. Ah, männliche Kolonisteln,
Die männlichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks. Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert einen Orbitalverstärker über einen Orbitalverstärker einen psychischen Brumm an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich in den nächsten Tagen deutlich verbessern. Sehr schön. Das ist mal ein Happy End für diese Folge. Wir haben eine komische Maschine, die unsere männlichen Kolonisten glücklich macht. Wie schön. Ja, und dann war es das wieder für heute. Dann bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf und keine Ahnung, wie war das noch? Ach ja, liked und subscribed und so und bladibla. Und schreibt einen Kommentar vielleicht. Das wäre nett. Und ja. Dann bis dann, ne?